is a form of prayer, and that artists are oracles sending divine messages out into the world. Hello, I'm Grace Denker. Welcome to Art and Soul. Hier bei mir in der Galerie, Gunther Krenz, und er hat ein paar Kunstwerke mitgebracht, wie Sie sehen, und er erzählt gleich etwas über sich, über seine Kunstwerke, damit wir ihn als Künstler und die Seele hinter seinen Kunstwerken kennenlernen können. So, herzlich willkommen, Herr Krenz. Ja, Sie haben vier Kunstwerke mitgebracht, und ja, was inspiriert Sie so? Mich inspiriert eigentlich das, was man nicht sieht. Das ist so mein Thema. Ich möchte gerne verborgene Dinge sichtbar machen. Jetzt fragt man sich vielleicht, was ist denn verborgen? Ich gucke raus und sehe ein Haus mit Fenstern und das ist real. Das mag sein, aber vielleicht lohnt es sich, dahinter zu gucken. Vielleicht entdeckt man auch andere Dinge. Das möchte ich gerne irgendwie sichtbar machen. Also ein einfaches Beispiel aus dem Leben. Wenn ich jetzt in der U-Bahn fahre, wird jeder sagen, ach guck, ein älterer, dicklicher Mann. Aber keiner sieht, dass ich eigentlich Künstler bin. Natürlich nicht. Natürlich sieht man, wie wir bei uns in Nordrhein-Westfalen sagen, die Menschen nur vor dem Kopf und nicht in den Kopf. Das ist so eine Sache. Und ich glaube, in früheren Zeiten, sagen wir mal vor der Aufklärung, haben die Leute mehr Fantasie gehabt oder haben mehr Dinge gesehen, die man heute nicht mehr sieht. Wir sind alle aufgeklärt, die technische Welt und vielleicht auch die Computerwelt heutzutage hat uns so ein bisschen die Welt entzaubert. Ich erinnere so daran, bei den alten Meistern, überall fliegen Engel zum Beispiel. Ich habe noch keine Engel gesehen. Nein. Vielleicht gibt es ja welche. Und man muss sie nur sehen können. Und das versuche ich ein bisschen in meiner Malerei hervorzubringen. Dinge, die man nicht sieht. Und so gehe ich auch vor in meiner Arbeitsweise. Also ich entdecke meistens das, was ich malen will, auf der Leinwand. Und nicht vorher, ich habe das nicht vorher im Kopf. Das zeigt sich mir, sagen wir mal, fast von alleine. Ein bisschen Nachhilfe muss ich schon. Wie ist Ihr Prozess? Wie fangen Sie an? Der Prozess ist erstmal die leere, weiße Leinwand, die auf jeden Künstler einen Reiz ausübt. Und er möchte sie gerne bemalen. Jetzt mache ich mit einer Strukturpaste eine Grundierung. Und zwar ziemlich grob, die Strukturen sind also ziemlich deutlich. Und dann beginnt schon der Prozess, dass ich etwas sehe. Wenn nicht, wird das Bild gedreht, auch dreimal, viermal. Und wenn ich immer noch nicht sehe, dann kommt ein bisschen Farbe ins Spiel. Und spätestens dann sehe ich, ich sag mal so, was da gerne gemalt werden möchte. Und Ihre Farbeauswahl, wie kommt sie? Farbauswahl ist verschieden. Man sieht es vielleicht an den kleinen Porträts, die sind nun alle sehr verschieden. Eins ist blau, eins grün, eins braun gehalten. Das ist so nach Stimmung, sage ich mal. Okay. Ich hatte jetzt in der letzten Zeit, ich sage mal gerne, meine blaue Periode. Angelegt. Achso, wobei wir nicht vergleichen. Habe ich auch mitbekommen. Ja, ich hatte Sie haben bei uns ausgestellt. Ja. Sie haben auch blaue. Ein blaues, ein grünes hatte ja. Ich da. Ja, das stimmt. Ja. Also da gucke ich ein bisschen auch, wenn ich jetzt 4, 5 blaue Bilder gemacht habe, dann habe ich auch mal Lust, eine andere Farbe vor der Nase zu haben. Und dann wird das einfach mal gewechselt. So, die Farbeauswahl ist je nach Lust? Ja. Okay. Ja. Ja, schön. Und machen Sie Kunst? Also ist das so ein Hauptberuf für Sie? Ich habe das große Glück, dass ich schon in Rente bin. Und seitdem habe ich eigentlich Zeit. Wir haben auch räumlich zu Hause das so eingerichtet,
dass ich, wenn ich fertig bin, wirklich alles stehen und liegen lassen kann, ohne alles wegzuräumen. Das ist ein Gräuel. Wenn man malt, muss dann anschließend alles wieder sauber machen oder alles wieder wegräumen und nächsten Tag vielleicht wieder alles hinräumen. Das ist schrecklich. Also die Probleme habe ich nicht. Mit dem, ich muss auch nicht davon leben. Ich kriege ja meine Rente und meine Frau arbeitet noch. Die bringt das meiste Geld nach Hause. Also ich kann da ganz entspannt eigentlich sein. Wobei ich trotzdem natürlich verkaufen möchte, weil ich der Meinung bin, die größte Anerkennung für einen Künstler drückt sich dadurch aus, dass er etwas verkauft. Dass es Menschen gibt, die sagen, das ist mir jetzt so viel wert, dass ich dafür Geld nehme. Das ist, man hat ja heute auf Instagram und so immer gerne dieses Zeichen. So. Das ist schnell mal gemacht. Das wird auch häufig aus Höflichkeit gemacht. Wenn man Leute kennt, dann macht man aus Höflichkeit schon, ob man das gut findet oder nicht, erstmal den Daumen hoch. Ja. Und da kann man sich nicht drauf verlassen, dass das Bild wirklich gut ankommt. Ja. Genau weiß man, dass ein Bild gut ankommt, wenn es gekauft wird. Das stimmt allerdings. Ja. Das ist ein tolles Feedback dann für... Also heute habe ich gerade eins verkauft. Da gucke ich gerade her, habe das Bild direkt zu dem neuen Besitzer gebracht. Und das ist natürlich eine schöne Anerkennung. Und da freut sich der Künstler und freut sich auch der Kunde. Das stimmt. Und so. Also diese Bilder, die sind ja zu verkaufen jetzt, ne? Das stimmt. Okay, gut. Das ist gut für die Zuschauer zu wissen, wenn sie ein Kunstwerk hier bewerben möchten, dann... Ja, gerne. Sehr gerne. Wie sind Sie zur Kunst gekommen? Ja, das ist eine komische Geschichte. Ich habe also schon als Kind gerne gezeichnet, wenn schlechtes Wetter war, habe ich mich hingesetzt, habe ein bisschen gezeichnet, so kindhaft natürlich. Unterwasserwelten, Höhlen, in denen ich dann gewohnt habe. Und irgendwann später wurde das dann ein bisschen mehr. Ich hatte dann auch in der Schule einen Freund, der interessierte sich auch für Malerei. Wir fingen an, uns zu interessieren für bekannte Künstler wie Van Gogh und Gauguin, also diese impressionistischen Maler hauptsächlich. Und fingen auch an zu malen und haben auch ganz gute Ergebnisse eigentlich für unser Alter erzielt. Also auch schon gleich in Ölen, nicht auf Leinwand, das war zu teuer. Aber schon mit Ölfarben und Pinsel, so wie ich das heute auch mal mache. So, und dann kam aber die erste Freundin und dann kam die Berufsausbildung und ich sage mal so, dann kam einfach das Leben und hat andere Dinge gefordert. Und dann habe ich über 40 Jahre Pause gemacht. Ich hatte nun auch nicht das Umfeld. Die Leute interessierten sich nicht für Kunst. Und aus meinem Elternhaus kam überhaupt gar kein Impuls. Meine Eltern waren überrascht, was macht der Junge? Und haben sich dann gegenseitig entschuldigt mit den Worten, also von mir hat er das nicht. ja, das war so. Es war nicht, also mein Elternhaus ist nicht künstlerisch interessiert gewesen. Und jetzt, nicht mit der Rente, sondern schon kurz davor, hat eigentlich mir meine Frau Impulse gegeben und gesagt, ich glaube, du hast Talent, mach doch mal richtig was. Und dann habe ich eigentlich durchgestartet und habe autodidaktisch mir alles so beigebracht, wie ich das heute so habe. Das heißt nicht, dass ich jetzt schon fertig bin mit meiner Entwicklung, aber ich kriege schon mal was auf die Leinwand. Okay, schön. Und was bedeutet Kunst für Sie? Kunst bedeutet für mich in erster Linie, sagen wir mal, soll ein bisschen Freude ins Leben bringen. Mhm. Also Bilder, in denen man spazieren gehen kann, finde ich besonders gut. Bilder, in denen man Dinge entdecken kann, wenn man auf den ersten Blick noch nicht alles gesehen hat, dass man sich da vorstellen kann und sagen kann, oh, guck mal, da ist ja noch was und das habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind für mich so die interessantesten. Ich möchte eigentlich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger malen, auch nicht unbedingt
politische, aktuelle Themen jetzt umsetzen in Malerei. Ich möchte eigentlich, dass die Leute Spaß dran haben an dem, was ich male. Wie gesagt, etwas entdecken. Ich habe auch gerne Bilder gemacht, wo viele, viele, viele Objekte zu sehen sind, wenn man sie denn sieht. Na schön. Und haben Sie eine Botschaft, was hinter Ihrer Kunstwerke steckt? Dazu gibt es zu unterschiedliche Sachen. Also das eine Bild, was wir hier neben Ihnen sehen, das hat tatsächlich mal eine Aussage. Ansonsten überlasse ich meistens die Deutung dem Betrachter. Ich gebe höchstens eine Hilfestellung in Form eines Titels, dass ich sage mal, ein Bild habe ich gemacht jetzt kürzlich, das habe ich genannt Fremde, weil ungefähr 13, sage ich mal, Figuren darauf zu sehen sind, die aber alle grundverschieden sind. Yeah. Also sind sie alle miteinander Fremde. Und die Landschaft ist auch so gestaltet, dass sie nicht spezifisch ist. Also so wie das, ja, da kann auch der Betrachter jetzt sagen, ja, Fremd, ja, gut, das ist aber hier ein, sagen wir mal, ein weißer Europäer, das ist ein dunkelhäutiger Mensch, das ist einer, die gibt es gar nicht. Der sieht zwar aus wie ein Mensch, aber sowas haben wir noch nie gesehen. Yeah. Das kann alles der Betrachter sich so vorstellen. Ja. Yeah. Möchten Sie etwas über dieses Bild erzählen? Sie können hier rüber. Ja, also dieses Bild ist, das hat den etwas zynischen Titel Amado Mio. Amado Mio in Spanisch heißt mein Freund. Jetzt sehen wir hier einen Stier, groß, und eine menschliche Figur, sag ich mal, die aber nicht gerade in Freundschaft miteinander verbunden sind. Deswegen ist das zynisch gemeint. Der Stier ist praktisch eingekeilt in zwei große Felsblöcke unten und oben. Der kommt auch zum Bildrand nicht weiter. Der könnte höchstens noch zurückkriechen. Also der hat eigentlich keine Chance. Und diese Figur ist im Prinzip der Torero. In diesem Fall weiblich dargestellt und in der Farbe des roten Tuches, mit dem er eigentlich arbeitet. Er ist also beides zugleich. Er ist das Tuch, was den Stier reizt, und er ist der Torero, oder ich weiß es nicht, wie Torero in weiblicher Form heißt. Und der Stier ist auch schon verletzt durch diese Picadores, glaube ich, heißt das, und blutet auch ein bisschen. Das ist eigentlich so eine Kritik am Stierkampf. Eines der seltenen Bilder, wo ich etwas mit ausdrücken will. Ja, interessantes Bild. Danke. Sehr interessant. Danke. Die Farben sind allerdings auch wieder relativ positiv. Aber die Stierkampfarien, die ich in Spanien gesehen habe, haben zum Beispiel gelben Sand gehabt. Hat richtig, richtig gelben Sand. Ja. Und das ist sicherlich auch eine Erinnerung. Und ich male also nicht realistisch in dem Sinne. Manche Leute wollen mich einordnen, da in der Ecke Surrealismus. Ich sage immer, dazu bin ich nicht realistisch genug. Ich ordne mich mehr ein irgendwo zwischen Symbolismus, Surrealismus, Neo-Expressionismus oder vielleicht sagen wir einfach Contemporary. Contemporary Art. Genau. Haben Sie es vor, demnächst eine Ausstellung zu machen? Also Herr Krenz ist Mitglied bei uns und hat die Möglichkeit, bei uns auszustellen. Wann haben Sie denn vor? Ich suche natürlich immer nach Ausstellungsmöglichkeiten, weil der Künstler möchte sich ja zeigen. Ja. Und das ist einfach sehr wichtig, wenn dabei dann rauskommt, dass jemand ein Bild kaufen möchte, ist natürlich ein schöner Nebeneffekt erstmal. Nur man darf, glaube ich, nicht ausstellen mit dem Wunsch zu verkaufen, ja, aber nicht mit der Notwendigkeit zu verkaufen. Ja. Weil dann ist man am Ende enttäuscht wahrscheinlich. Das stimmt, das stimmt. Ich werde im April oder sagen wir zwei Wochen
Eine Woche vor April, eine Woche nach April und den ganzen April. Also insgesamt 6 Wochen werde ich ausstellen, ich sag mal so physisch, weil ich unterscheide das zwischen digital und physisch. Werde ich ausstellen im Sauerland und da muss ich mal gucken. Vielleicht habe ich sogar die Möglichkeit, die Bilder in diesem Zeitraum einmal auszutauschen. Dass ich also praktisch fast 2 Ausstellungen haben kann. Ja, schön. Super. Dann vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Gerne, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Thank you for watching and see you next time.